Yeah, Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Ja, im letzten Part sind wir in die neue Oberwelt gekommen, zu den hohen Klippen. Da haben wir dann vieles machen können, zum Beispiel den Bahnhof haben wir da aktiviert und einen weiteren Teleporter und sind dann in die neue Welt hier gekommen, in die Lagune. Und ja, hier haben wir noch nicht viel machen können, haben erstmal nur ein paar Taler eingesammelt und haben uns nur einmal kurz im Geschäft umgeguckt. Und jetzt sind wir hier, wo wir mit Blubber gesprochen haben. Der hat uns ja wiedererkannt sozusagen und hat uns jetzt hier eine Kiste gegeben. Dafür haben wir, okay, dafür haben wir eine Dublone bezahlt, aber was soll's. Gut, schauen wir mal, was da drin ist. Und da sind doch tatsächlich Turnschuhe drin. Warum sind da Turnschuhe drin? Das werde ich euch zeigen. Die können wir jetzt nämlich hier an dieser Stelle benutzen. Und können jetzt rausgehen und damit das neue, an Banjo-Tooie ist es ja jetzt neu, dass man mit Turnschuhen übers Wasser laufen kann. Und ihr habt da hinten doch sicherlich den Jinjo gesehen. Genau, und mit diesen Turnschuhen können wir jetzt hier rüber und den Jinjo einsammeln. Die orangefarbene Jinjo-Familie ist vollständig. Sie möchten euch das geben. Ja, das war ein weiteres Puzzle-Lo, wenn ihr richtig hingeguckt habt. Ja, dann sind wir schon mal um ein Puzzle-Lo reicher. Das ist doch schon mal ganz geil. So, dann schauen wir mal bei den beiden Schweinchen hier vorbei, was die hier für ein Problem haben. Oh mein Gott, haben die vier Arme? Ne, drei. Bring bitte unser Becken in Ordnung. Haxel hat mich letzte Woche reingesubst. Sieh nur, was mit meinem Arm passiert ist. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Danke, ich bin tatsächlich etwas empfindlich, was das betrifft. Mutant. Ja, Kazooie hat sich mal wieder den Spruch aufbewahrt, ne? Oh Mann, ey. Zwei, drei Arme, ey. Das ist ja richtig ekelhaft. Na, was hast du? Hilf uns mit unserem Becken, Herr Bär. Was stimmt denn nicht mit damit? Sieht doch gut aus. Wir wollen schwimmen gehen, aber das Wasser ist verschmutzt und eiskalt. Das könnte etwas dauern. Achso, mit dem ist dann wohl nichts passiert. Alles klar. So, ja, da ist die Verschmutzung. Und das Wasser soll kalt sein. Ja, das ist natürlich ein Problem. Kann man auch hier unter... Ja, schöne Drecksdusche, wa? Nein, aber hier haben wir auch wieder Dublonen. Die sammeln wir erstmal ein. So. Und mir fällt da gerade etwas ganz Wichtiges ein, was ich noch gleich erledigen werde, bevor wir erst richtig hier mit der Welt durchstarten. Weil was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ist, dass man hier viel schwimmen muss. Und da habe ich dann schon etwas ausgelassen, was uns recht hilfreich sein wird für diese Welt. Und da muss ich dann noch einmal bestimmt zu einem bestimmten Ort zurück. Das werden wir aber gleich machen. Erstmal werden wir hier diesen Wasserhahn hier aufbohren. Oder in dieses Rohr. Sieht eher so wie ein Wasserhahn aus, aber scheint wohl nur ein Rohr zu sein. Und können uns hier richtig in diesen Keller hineinbegeben. Müllbeseitigungsanlage. Ah ja, okay. Das sieht hier nicht sehr lecker aus, aber naja, wir schauen uns mal trotzdem hier um. Weil ich habe hier einen Jinjo gehört und da hinten war er schon. Und hier oben kann man auch, glaube ich, rauf. Aber ist das vielleicht auch ein Minjo? Ja, das habe ich mir schon glatt gedacht, dass es ein Minjo ist. Den habe ich nämlich noch irgendwie so in Erinnerung gehabt. Naja, nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Ein Puzzle. Oh. Und hier haben wir einen Schalter. Gut, den aktivieren wir doch mal. Und schauen wir mal, was passiert. Oh, Toxic Waste. Aha. Damit wird vielleicht die Verschmutzung aufhören. Oder wie sieht es aus? Also ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass die Verschmutzung jetzt aufhört. Genau. Und sofort ist die ganze Verunreinigung weg, ne? Danke, riesiger Teddybär. Jetzt ist unser Wasser kristallklar. Ja, aber es ist, glaube ich, noch zu kalt. Oder täusche ich mich da? Naja, aber das werden wir auch noch ändern. So, da hinten habe ich eine Leiter gesehen. Moment. Nicht hier, sondern hier an der Seite. Und hier können wir jetzt hochklettern und schauen mal, was da oben ist. Achso, nur Schnickschnack, paar Items. Okay, gut. Dann können wir hier wieder raus. Das war eigentlich wohl der Sinn der Sache. Oh, Moment, was ist da? Ne, da war das Puzzle. Okay, gut. Ja, gut, dann können wir hier raus. Das war's dann erstmal. Ja, man merkt auch, dass hier die Verschmutzung weg ist. Hier ist jetzt auf einmal alles trocken. Gut, den oberen Weg können wir nicht nach draußen nehmen, aber wir können durch das Rohr hier wieder ganz normal nach draußen. Bats.
So, dann sprechen wir doch mal nochmal mit denen. Wahrscheinlich sprechen die jetzt die Kälte des Wassers an. Mal schauen. Das Wasser sieht jetzt viel sauberer aus, danke. Aber das ist immer noch das, da ist immer noch das Temperaturproblem. Stimmt, ja. So, und was sagt der Mutant? Das Wasser ist sauber, aber die Temperatur muss noch geregelt werden. Ja, und dein Mutantenarm. Genau. Ja, um die Wärme des Wassers, da kümmern wir uns gleich drum. Das ist nicht besonders schwer. Denn das hat alles, das ist alles Mumbus Aufgabe, das gleich zu übernehmen. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal springen wir vielleicht nochmal hier rauf und bohren das hier nochmal kaputt. Ach nee. Nee, das kann man gar nicht kaputt bohren. Das muss man, da muss man schon mit etwas schlagkräftigerem angreifen. Und zwar mit den, Eiergranaten. Bett! Jawohl. Und da befinden sich nur zwei Trennplatten drunter, aber die werden später noch nützlich sein, das sag ich euch. So, dann gehen wir hier mal zu Jollys rein. Jolly Rogers Laguna heißt es ja auch, also die ist nach diesem Frosch hier benannt, warum auch immer. Vielleicht werden wir das gleich erfahren. Jollys Spelunke oder Spelunke, keine Ahnung, wie das hier ausgesprochen wird. So, was gucken wir da, was haben wir denn hier? Today's Specials, Salty Dumplings, $3. Toad in the Hole und Siemens Surprise. Okay, ich hätte gerne einen Siemens Surprise. Hallo, was geht? Oh, hallo, ich bin Jolly Roger, Bürgermeister und Inhaber dieser herrlichen Hafenspelunke. Oh Mann, sorry, müsst ihr nochmal nachlesen. Ich würde euch nur zu gerne bedienen, aber im Moment bin ich sehr unglücklich. Meine Partnerin ist verschwunden. Du klingst aber sehr schwul. Das ist traurig. Wo bleibt denn jetzt die Limonade? Kazooie. Oh, Verzeihung. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Gestern Abend fuhr sie auf den Wellenreiter. Dann klang es, als ob etwas verschluckt würde. Und als ich nachschaute, war sie weg. Bestimmt wurde sie von einem Meeresungeheuer verschlungen. Oh, hoffentlich nicht. Es ist bald Happy Hour und ich brauche Unterstützung. Möchtest du ein Zimmer mieten für nur 2 Dublonen, weil dieser unverschämte Maulwurf ein Loch in die Ecke gegraben hat? Wie steht's? Ei. Okay, Großer, lass mich Geld sehen. Oh Mann, ey. Wunderbar, ich mache nur schnell auf, okay? Ja, bitte noch schwuler, ja? Oh Mann, ey. Der Typ hat auch immer alle Tasten im Schrank. Dankeschön, aber wie kannst du nur schlafen, wenn meine Partnerin vermisst wird? Naja, es geht mich ja eigentlich recht wenig an, von daher... Naja, ist eigentlich recht unwichtig, jedenfalls für mich. Naja, ist auch egal, darum kümmern wir uns später, um die verschluckte Partnerin da. So, wir lernen erstmal was Neues. Aquasucher, wenn unter Wasser von Schurken überfallen, dann schieße zurück und zeige es allen. Drücke oben und du machst den Sucher an. Drücke Z und der Kampf beginnt. So dann. Das ist dann alles. Weggetreten. Perfekt. Also damit hätten wir wieder den Sucher erlernt. Also das hier, das können wir jetzt aus der Luft und unter Wasser machen. Na, was will man denn noch mehr? Coole Sache. So, hier haben wir unser flauschiges, wabbliges Wasserbett. Das ist auch schon mal ganz cool. Haben wir ja sonst noch irgendetwas auf dem Schrank oder so. Keine Ahnung, da wird ja immer gerne mal was versteckt. Aber nee, hier scheint nichts zu sein. Gut, dann schauen wir mal hier rechts ums Eck. Was haben wir hier? Das ist doch ein Bild von Treasure Trove Cove aus Banjo-Kazooie, die zweite Welt. Und, oh, das ist, ja, erstmal zum Piraten. Geh von Anker, ihr dreckiger Lunde. Ich bin Captain Holzauge, furchtloser Pirat und Geisel der Meere. Du bist etwas wackelig auf den Beinen, Glubschauge. Nur ein Anflug von Seekrankheit, ihr Ratten. Seekranke, du bist mehr ein Pirat. Pass auf, was du sagst, Krähe. Was hast du jetzt vor? Willst du weiter saufen oder was machst du da? Schauert vor mir. Diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly nützen gar nichts. Okay.
Das interessiert mich jetzt sehr. Hier sehen wir auch nochmal das Ei aus der Treasure Trove Cove. Das war hier das pinke Ei. Das war ja dieses Stop-and-Swap, ne, wird das auch genannt, genau hier an dieser Stelle. Aus Treasure Trove Cove, aber das konnte man in Banjo-Kazooie gar nicht einsammeln. Dafür aber hier. So, kann man hier noch was? Nee, die kann man, glaube ich, auch nicht zerstören oder so. Ja, irgendwas hat das mit dem Pirat auf sich. Den kann man irgendwie voll saufen lassen oder so. Ich wäre in diesem tollen Spiel. Ja, was wärst du? Rum an die Mannschaft. Drück noch einmal auf diesen Knopf und ich ramme euch. Okay, mach ich nochmal. Genau, ich glätze eure... Oh, meine arme Mann. Nehmt diese Dublon und bringt mir noch ein Glas Wasser. Was? Das ist wirklich Wasser, was der da trinkt? Der hat den Tisch gerade weggeschoben. Boah, der Typ ist gerade umgefallen. Der trinkt doch nur Wasser, ey. Der tut so, als würde der, ja, einfach mal irgendwie so komplett vollgesüffelt sein von Alkohol. Ich wäre in diesem tollen Spiel. Ja, das wissen wir immer noch nicht, was er uns da sagen will. Gut, wir sollen noch Wasser bringen, okay. Jolly oder Roger, kannst du uns was bringen? Meine Partnerin ist immer noch nicht aufgetaucht. Ja, die kommt auch nicht, wenn du sie nicht suchen gehst. Ja, du bist ja ein toller Mann, ey. Lässt sie einfach so im Stich und, ja, willst irgendwelche anderen Leute anheuern, sie zu suchen. Mann, oh Mann. Okay, da war jetzt gerade nichts. Da war oben das mit dem Gitter abgesperrt. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Oh, ich fürchte, unsere Jukebox ist im Moment kaputt. Wirklich schade. Ich liebe es, zum salzigen Seemannslied zu tanzen. Vielleicht kannst du sie ja reparieren. Wie soll das denn gehen? Einfach irgendwie mal gegenpieksen oder so. Bäm. Nee, das geht auch nicht. Gut, Stampfattacke ausprobieren und sonst hau ich da sämtliche Eier gegen. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Gut, dann gehen wir einmal kurz alle Eier durch. Ich stehe jetzt eigentlich zu nah dran, um eine Granate daran zu hauen. Moment. So. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Nee, also Feuereier nicht. Moment. Dann haben wir hier die hier. Bäm, die bringen auch nichts. Und die Eiseier, die bringen leider auch nichts. Schade.